Wer seid ihr? Waldi. Was seid ihr? Ich bin ein Möter, halb Mensch, halb Köter. Voll, voll, die Presse, voll, Presse, voll, Presse, voll, Presse. Da gab es auch mal ein Lied von Bill Ramsey, glaube ich. Ja. Ich bin ein kleiner Hund, weißt du was? Ich bin gesund, weil ich seit ein paar Tagen eine feuchte Nase habe. Ja. Ich würde mal sagen, das habe ich als Kind immer gehört. Das war eine also Platte. Auch, das war, ich meine, man merkt noch. Das auch heute noch. Audi ho und herzlich willkommen zurück nach einer kurzen VIDP-Sommerpause zu unserem Medien und Presse und Bier und überhaupt alles Podcast voll in die Presse. Und wir sind versammelt im Benanza Home und das heißt, dass ich schon wieder nicht rechtzeitig das richtige Jingle hier hingelegt habe, aber ihr kennt es. Herzlich willkommen auf der Ponderosa. Ihr seid zurückgeritten, der Prollo hat im Regen ausgeharrt. Ja, ich habe das Pferd in der Garage gelassen. Genau. Und der Sommer war in Italien? Ja, in ganz im Süden. Ganz im Süden, wo es richtig schön kalt war? Ja, 42. Ja. Und Beef, du warst, wo warst du? Ich habe ein bisschen gearbeitet hier und habe den Urlaub für den Winter geplant. Also insofern. Ach, du warst gar nicht weg? Ich war ganz am Anfang der Ferien weg. Ja, aber warst doch letztens noch. Oder war, glaube ich, das war noch vor unserer letzten Aufnahme. Da war ich schon im Urlaub quasi. Ja, und, da haben wir dich ein bisschen ersetzt. Gedisst. Ja, 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 genau. Dann eben jetzt, welcome back. Und ich, um es zu vervollständigen, war in Spanien, Nordspanien. Erzähle ich auch gleich noch was drüber. Kann man sehr empfehlen. Also, wenn ihr mögt, steigen wir mit unserem Verköstigung hier ein. Wir haben uns überlegt, dass wir ein bisschen mehr Zeit auf die Nassgetränke verwenden und das mit einem coolen Jingle, das der Prollo so toll vorbereitet hat, immer einleiten. Also hier das erste für euch. I can't take this much longer. I gotta have a beer. Are you ready to get doffed? Genau, also DAF ist es nicht, das kann ich schon mal versprechen, aber es ist spanisches Bier und zwar... Jetzt habe ich mir extra diesen DAF-Man-Suit angezogen. Ja, das kann man ja auf dem Foto dann zeigen. Und zwar, da habe ich einmal, davon fangen wir auch mal an, damit der Sam auch was von hat, das Estrella Galicia, das kommt aus dem schönen Ort A Coruña. Ich habe das immer, weiß das eigentlich jemand? Ich habe das immer als La Coruña abgespeichert. Das wird aber A Coruña geschrieben. Weiß einer warum? Keine Ahnung, aber La Coruña ist ja der Fußballverein. Ja, warum ist das La? Und die Stadt ist aber gar nicht La. Das kann ich ja auch nicht sagen. Also vielleicht kann uns das einer beantworten. Hier, das gebe ich mal direkt rüber. Da kannst du dich jetzt hier dran festhalten. Ein schönes blaues. Herzlichen Dank. Das kommt aus, wie gesagt, A Coruña. Für uns habe ich das... das echte, da gibt es verschiedene Varianten. Vielleicht magst du dir mal einschenken. Und ein helles Lagerbier, das begegnet einem da auf jeden Fall überall. Das, also überall in Spanien, denke ich mal generell, als auch im galizischen Teil. Kann jedenfalls was. Was habt ihr so gemacht? Vor allem du bei 42 Grad, sag mal. Ja, geschwitzt. Also... Die erste Hälfte des Urlaubs war echt krass heiß. Im Prinzip hättest du Minimum zweimal am Tag die Klamotten wechseln können und entsprechend auch zweimal am Tag duschen. Habe ich teilweise auch. Und dann war sie irgendwann vorbei, die Hitzewelle. Dann war es geil. Dann war es plötzlich 30 und das war irgendwie ein echter Segen. Das kam einem dann nicht mehr wie 30 vor, sondern wie 25. Das war richtig geil. Also es war am Anfang echt zu heiß. Wir haben dann auch teilweise Siesta gemacht. Nachmittags, wenn es am heißesten war, schön ins klimatisierte Hotelzimmer und ein bisschen einfach ausruhen. Mhm. Es war trotzdem erholsamer Urlaub, weil letztlich hat man genügend Rückzugsmöglichkeiten, genügend Grün war da ja sogar auch. Ne? Es war tatsächlich so, dass es in Süditalien im Frühjahr so viel geregnet hat, dass da alles... knallgrün war. Also da war nichts verbrannt oder so. Also klar, dann hat es doch gebrannt
in vielen Gegenden haben ja auch alle, denke ich, mitgekriegt, dass es in Italien nicht so schlimm wie in Griechenland, aber auch viele Feuer gab. Aber es war echt überraschend grün. Also da habe ich hier in Deutschland im Frühjahr, als es hier nicht geregnet hat, wesentlich trocknere Ecken gesehen. Ja, nee, aber ansonsten war es ein erholsamer Urlaub auf jeden Fall, trotz allem. Also aber gerade jetzt, wo du das sagst mit den ersten anderthalb Wochen da mit knapp bis zu 42 Grad und so, ich meine, das ist ja so das, was ich glaube, Prollo hatte das letzte oder vorletzte Mal auch die These aufgeworfen, ob so diese klassischen Sommerreiseziele in Europa, so auch Griechenland, da war es ja auch wirklich heiß und je nachdem Spanien, welche Region und so, dass das dann und jetzt du Süditalien, also das alle so diese Bereiche, ob es da wirklich, ob da jetzt letzten Endes auch so ein bisschen eine Veränderung oder so ein Shift stattfindet, dass man in den Sommermonaten da vielleicht schlauerweise nicht mehr unbedingt hinfährt, eben weil es so knallheiß ist. Weil das ist ja auch so eine, also 42 Grad, wie du es eben sagst, machst du ja nicht mehr viel, ne? Da liegst du in irgendeiner Ecke, bist froh, wenn du Klimaanlage hast. Mein Argument war ja eher, dass man das sommerliche Wetter hier genießen soll. Ja, ja. Und das ist ja mal in die Hose gegangen. Da bin ich froh, ins Wasser. Dass ich da nicht auch noch Geld für bezahlt habe. Deswegen fühle ich mich oder fühlen wir uns mit unserem Urlaubsziel Nordspanien voll bestätigt. Also es war tatsächlich auch so, dass es ein, zwei Mal ein bisschen geregnet hat, aber dann regnet das da ja am Meer nicht lange. Und es war aber super angenehmes Wetter. Wir hatten immer so zwischen 26 und 32 Grad. Das ist perfekt, ja. Du hast teilweise, wie gesagt, auch mal bewölkten Himmel gehabt. Also das ist halt Nordspanien. Aber ich habe ja da auch einen Surfkurs gemacht und so. Es war super warm, das Wasser. Also perfektes Urlaubsziel für diese Zeiten, wo es da in den ursprünglichen Urlaubszielen nicht nur voll ist, sondern auch voll heiß ist offensichtlich. Mhm. Und das war nämlich der zweite Nebeneffekt. Das ist überhaupt nicht überlaufen. Ich fand das so geil. Das sind super schöne Städte, aber es war überhaupt nicht voll. Also du hast schon Touristen gesehen und Tourismus, aber halt, also super angenehm. Also Bilbao war noch die Stadt, wo am meisten los war. Klar, Guggenheim und so weiter. Und selbst da war es kein Vergleich mit irgendwie Rovinj, wo wir hin und wieder hinfahren im Sommer, Kroatien, wo sich die Massen da durch die Straßen schieben. Also wirklich geil. Ja, vielleicht verschiebt sich da ja was. Es gab ja auch die Diskussion hier in Deutschland. Ne? Unser Gesundheitsminister ist ja irgendwie in Italien gewesen und hat da so einen Satz gesagt, ne, dass die Mittelmeerländer irgendwie nicht mehr so die Urlaubsziele sein werden. Hat er direkt ja auch irgendwie medial eins drüber für gekriegt. Vor allen Dingen auch haben die Italiener sich bedankt für die Kritik. Aber das muss man natürlich mal abwarten, ob sich das jetzt tatsächlich mit den Hitzewellen so häufiger darstellt. Wir hatten die Hitzewellen ja ehrlicherweise in den letzten Jahren eigentlich hier auch bei uns. Ne? Also insofern. Naja, klar, aber wenn du dann eben, die Überlegung war ja, dass du, wenn du dann viel Geld ausgibst, um dann irgendwo hinzufahren, um da dann nichts tun zu können, quasi, außer die Hitze durchzustehen. Ja. Das ist halt das Problem. Aber wie gesagt, natürlich war es jetzt gerade hier in den letzten Wochen jetzt eher schaurig, es sei denn, man steht auf Regen und 18 Grad. Dann hat man Freude gehabt. Aber ansonsten. Ja, ja, also man darf gespannt sein. Ne? Also es verschiebt sich vielleicht was. Es ist, ja, wie der Ben auch schon gesagt hat, mit Nordspanien, es ist teilweise ja auch gar nicht so schwierig, dann sozusagen in der Nähe noch Gegenden zu finden, wo es gar nicht so heiß ist. Also ich habe auch von einem Bekannten immer die Temperaturen für Portugal zum Beispiel gekriegt. Also der war in Portugal unterwegs und das war anscheinend super auszuhalten. Mhm. Also insofern, Südeuropa ist nicht gänzlich der Hitze zum Opfer gefallen. Ja. So, ich lege jetzt hier nochmal mit dem La Salve nach. Benannt nach einem Flussknick da in Bilbao, wo die Brauerei stand. Und ich habe es jetzt gerade nochmal nachgelesen. 1978 haben sie dann da eine Brücke hingebaut, eine ziemlich große. Und da musste die Brauerei weg. Und dann hat sie den Betrieb eingestellt und erst 2014 wieder aufgenommen. Und ja, mal schauen. Der Beef ist ja hier bisher so als der größte Bierkenner, also müsste ihn eigentlich auch Bier nennen, nicht Beef, in Erscheinung getreten. Er hält jetzt hier fachmännisch auch das Glas gegens Licht. Man merkt schon, es ist etwas dunkler. Es hat aber eine ganz wunderschöne bernsteinfarbene
Anmutung. Also wie die Flasche. Ja. Vielleicht ist da wieder ein bisschen Bockwurst drin. Das, schöner Schinken. Nee, also ich habe schon getrunken, das kann ich versichern, das ist kein Rauchbier. Ich finde, das gehört ja auch dazu. Also es muss ja auch dann halbwegs aussehen und das ist schon mal ganz gut. Und Bier? Ist Bier, oder? Ja, also ist bockwurstfrei auf jeden Fall. Bockwurstfrei, ja, zum Glück. Aber ich finde es jetzt nicht die Granate. Im Vergleich zu einem anderen so ein bisschen wässrig. Ja, ist halt am Fluss, ne? Nee, ja. Aber wir haben ja gleich noch das El Aguila. Spannende Frage, was denn am Fluss noch so angesiedelt ist, wenn da Wasserentnahme geschieht. Also das wäre spannend, was vorher noch so ist. Ja. Also flussaufwärts quasi. Also wer den Bilbao River da kennt, ich weiß gar nicht, ob der irgend noch einen richtigen Namen hat, das ist ja kein richtiger Fluss, das ist ja wie ein See, da fließt ja eigentlich gar nichts. Das hat mich total irritiert, so ein Fluss, der eigentlich steht. Ja, das Wasser stand seit 1978 quasi unverändert. Das macht diesen schönen Geschmack. Ja. Naja, also das ist jetzt mal in Bilbao und dann gleich nochmal Madrid und dann können wir Spanien biertechnisch verlassen. Aber wir können vielleicht mal ein bisschen die Leute heiß machen, die jetzt nicht nur wegen des Biertrinkens hier eingeschaltet haben, sondern auch was lernen wollen. Meistens haben wir ja Verbrauchertipps, wir haben irgendwelche asozialen Medien, wir haben sonstige Feinschmecker-Geschichten aus dem Sommerloch. Also mir geht es tatsächlich so ein bisschen so, dass ich... Ich habe zwar immer mal wieder einen Artikel weggespeichert im Urlaub, aber so die richtige Granate habe ich nicht gefunden, aber ich habe trotzdem einen Schmankerl, ein kleines dabei, das, was ich ganz witzig finde. Passt so in unsere Historie, aber vielleicht mögt ihr mal mit eurem Teaser anfangen. Ich habe Neuigkeiten von Ulrike Gero. Ich hoffe, der Name sagt dem einen oder anderen Bonner was. Bonner Professorin oder ehemalige. Bonner Professorin, die über Bonns Grenzen hinaus bekannt ist, weil sie, bei der Corona-Pandemie hat sie auf sich aufmerksam gemacht, dadurch, dass sie so ein bisschen Richtung Querdenker-Milieu sich geäußert hat und dort auch Fans hatte. Dann beim Ukraine-Krieg hat sie auch relativ Putin-freundliche Positionen bezogen. Also jedenfalls die Bundesregierung scharf kritisiert. Was ja theoretisch okay ist, ne? Aber es war schon nicht, sage ich mal, faktenbasiert, was sie so sagt. Sie nimmt es damit Fakten nicht so genau und sie hat in Bonn selber auch an der Uni Probleme. Sie haben ihr hier gekündigt und das wegen Plagiatsvorwürfen. Es gab aber auch sehr viel Ärger mit der Studentenschaft wegen der einen oder anderen Position und weil sie da irgendwie auch ihren Job und ihre Position nicht immer so ganz getrennt hat. Wie auch immer, diese streitbare Professorin hat sich wieder geäußert und ja, man kann sagen, im wahrsten Sinne des Wortes haben es die Äußerungen in sich, also wirklich in sich und es werden sehr ungewöhnliche Äußerungen. Das, so viel möchte ich schon mal hier kundtun. Okay. Ich hänge mich mal dran, das weiß ich ja schon, tendenziell ein Teaser im XXL-Format. Ich würde, ich versuche es kürzer zu fassen. Also ich bin, danke. Ja. Also bei mir geht es eher so um behördlichen Humor und dass das eine schwierige Sache ist. Sehr gut. Ich mache plakativ Influencer-Randale in New York. Influencer-Randale? Ja. Ich habe nur irgendwo gelesen, dass es auch Influencer-Randale in Italien gab. Also es würde vielleicht passen, aber das kann ich dann einstreuen, wenn ich erfahre. Wir kennen ja hier, für die, die nicht so oft zuhören, wir kennen ja die Artikel nicht im Normalfall der anderen, aber mal schauen. Meine kennt ihr garantiert auch nicht. Ich berichte mal wieder aus der Tierwelt, weil es passt so für mich zu dem Sommerloch. Zwei nicht miteinander verwobene, aber doch irgendwie zusammenpassende Hundegeschichten oder eben auch Nicht-Hundegeschichten. Also quasi der Mensch im Hundepelz oder wie auch immer irgendwas anderes im Gewande eines Hundes. Da gibt es zwei Geschichten, die ganz gut zusammenpassen, wo es
um den Hund geht, aber eigentlich gar kein Hund drinsteckt. Ja. Ist aber auch nicht auf den Hund gekommen, die Geschichte, ne? Also. Ja, da, man könnte so sagen, okay. Ja. Also es ist witzig, die sind jetzt hier in meiner Liste gerade übereinander und es passt sehr gut und beides ist total bescheuert. Aber das eine geht so ein bisschen auch vielleicht in Richtung Verbraucherwarnung, dass man sich nichts aufschwatzen lässt. So, darauf Salve. Ich nehme noch mal einen Schluck. Also heute haben wir, könnt ihr euch dann auch mal in den Shownotes angucken, echt viel Bier hier auf dem Tisch stehen, weil der Beef kam auch mit vollen Taschen und der Prollo auch und der Sammer hat auch noch angekündigt, eigentlich das Auto vollgeladen zu haben, wie immer, aber das werden wir wahrscheinlich gar nicht alles wegballern, aber wir geben unser Bestes. Ja, ich werde erst nächstes Mal liefern. Aber es ist... Ja, wer weiß, der Abend ist ja noch lang. Das haben wir uns vorgenommen, 3 Stunden heute aufzuzeichnen. Oh, da habe ich aktuell übrigens, Achtung, mittlerweile werden offenbar auch Podcasts in der Medienanalyse durchgenommen, genudelt. Und tatsächlich, was glaubt ihr denn, wie viele Menschen in Deutschland Podcasts hören? Ich werde es euch sagen, 29,7 Millionen, je nachdem, welche Statistik man sich selber zurechtbiegt. auf hohem Niveau dieses Jahr, mit anderen Worten, es steigt nicht mehr ganz so rasant an. Und jetzt aber eine Frage für uns. Wie ist denn die ideale Länge einer Podcast-Folge? Ich habe es letztens nachgeguckt, irgendwie 20 Minuten oder irgendwas fast in dem Dreh. Na, immerhin 31. Das erzählt der Digitalverband Posemuckel hier. Aber da sind wir ja nah dran, oder? Da sind wir nah dran. Wir sind auf jeden Fall auch bei gut 30 Minuten. Und die gute 30. Nachricht ist, ein gutes... Jetzt schon. Wir sagen dann Tschüss. Ja. Die gute Nachricht ist, ein gutes Drittel, 36% der Hörenden hören Podcasts auch bis zum Ende. 44% brechen nach der Hälfte ab etwa und 18% sind nur kurz dabei. Also insofern ist doch für jeden was dabei. Wir sind doch flexibel hörbar. Ja, also ich hab mich da ja auch hier mit unserem Lieblingszuhörer Hank Frank drüber unterhalten, der sich ganz klar dafür ausspricht, dass wir nicht so pussymäßig kurz das machen, sondern der hat dass auch wir, Zeit. Ja, das, der hört ja uns auch auf doppelte Geschwindigkeit, ja, der Fuchs. Also eben, da ist genau. Er ja wieder bei der fast der halben Stunde. Der hat gut reden, ja, eben. Ja, das ist ja. In dem Fall hören. Ja. Nein, aber wir haben ja auch einfach was zu sagen. Und was ich vor allem an alle, die eben nicht bis zum Ende hören, sagen möchte, meistens finde ich, wenn ich diese Folge schneide, nach hinten raus wird es tatsächlich immer witziger. Am Anfang ist es so ein bisschen so, da fließt das Bier gerade erst an. Sozusagen wird er gerade erst angeschwemmt. Nach hinten raus ist das oft entweder sehr lustig, manchmal ein bisschen albern, aber wir hatten tatsächlich ja auch relativ häufig dann so Spin-Offs im Endeffekt, wo wir dann wirklich super ins Reden gekommen sind, ins Diskutieren und deswegen kann es sich wirklich empfehlen, bis zum Ende hier mal dran zu bleiben. Also ich selber höre auch tatsächlich aufgrund der Familiensituation mit diesen ganzen Schreihälsen, die da so rumlaufen, höre ich tatsächlich oft mit Unterbrechung. Und das ist halt auch eine Variante, sich, wenn ein Thema interessiert, sich die Folge von irgendwas einfach aufteilen und dann geht's am nächsten Abend weiter beim Spülen. Ja, eben. Also ich finde, man darf sich beim Podcast hören nicht so wie beim Fernsehen irgendwie so vornehmen, so jetzt brauche ich ein Zeitfenster für den Podcast und ich setze mich irgendwo hin und lausche dem. Das kannst du zwischendurch machen beim Kochen, dann gibt's Essen, machst du Pause und dann beim Spülen geht's weiter. Ja. So sieht's aus. So sieht's aus. So, Beef, willst du dein Glas noch leer machen? Dann schenke ich noch einmal ein und dann haben wir das auch, haben wir die erste Runde Bier durch. Wir sprudeln die Insider-Tipps ja wie das Bier. Ist sensationell. Ja. Okay. Ich könnte ja mal anfangen mit, wolltest du gerade jetzt, dann würde ich mal sagen, weil da haben wir so ein bisschen eine Überleitung hier. Ich hatte ja eben angeteasert zum Thema Humor, beziehungsweise so ein bisschen behördlich, beziehungsweise verordneter Humor. Und bin über was gestolpert. Da habe ich erst gedacht, das kann jetzt nicht euer Ernst sein. Es scheint aber doch der Ernst zu sein. Und zwar hat euch, weiß nicht, ob ihr wandert, wie ihr regelmäßig wandern geht, irgendwie jetzt gar nicht sonst was für dramatische Touren, aber irgendwie so dem Grunde nach mal einfach sich ein bisschen losmachen,
mit Leuten oder mit allein oder wie auch immer, mit seinen Gedanken. Klingt jetzt ja eher nicht so, also alle gucken. Also am liebsten gehe ich in Gedanken wandern. Ja, genau. Das war ja auch. Meistens gucken sie ein bisschen betreten auf ihren Schritt, aber ich habe so ein Buch in Arbeit, Deutschlands schönste Wanderparkplätze, wo ich dann einfach im Auto sitzen bleibe. Da könnte ich jetzt ganz viel zu sagen, aber ich sag's nicht. Ich wandere ja viel durch Städte tatsächlich. Also ich habe nichts gegen das Laufen, aber jetzt einfach so Wanderwege sind mir meistens zu langweilig. Aber durch eine Stadt könnte ich wirklich 20 Kilometer wandern. Urbanes Wandern. Urbanes Wandern. So ist doch wahrscheinlich Urban Hiking. Ja, genau, einen neuen Trend gesetzt irgendwie. Obwohl es in den letzten Jahren ja schon das Wandern quasi nicht nur des Müllers Lust, sondern auch immer mehr war. Und ja, und den Fränkischen, im Franken gibt es jetzt, und das scheint mir wirklich leider kein Witz zu sein, ein Witze-Wanderweg. Das heißt, es gibt eine Wanderstrecke, wo immer wieder Stationen sind, wie so eine Art Schnitzeljagd, wo dann Witze gelesen werden können. Und die Idee dazu hatte wohl ein Nürnberger Kabarettist, Oliver Tissot, sagt mir genau gar nichts, also scheint doch recht erfolgreich zu sein. Und er sagte, es geht darum, die Lachanlässe zu vermehren. Schon mal ein schöner behördlicher Ansatz, sagte er der dpa. Und Kinder lachen etwa 400 Mal am Tag, Erwachsene nur 40 Mal. Und da hat er sich gedacht, dann kann man doch das Wandern und den Humor miteinander verknüpfen. Das Problem ist nur, das sind dann Witze dabei. Also ich sage jetzt mal, was waren die letzten Worte des Sportlehrers? Alle Speere zu mir. Der ist doch gut. Nein. Ich muss mal Speer gut. Beziehungsweise eine Lanze für den guten Oliver Tissot brechen, den ich zwar auch ebenso wenig kenne wie du. Ich habe aber im Spiegel, würde ich dann auch jetzt in die Shownotes schicken, einen Artikel gelesen, der scheint sich relativ umtriebig zu bewegen auf so Firmenveranstaltungen, wo er quasi so als eine Art Hofnarr, wie er selbst sagt, auftritt und so ein bisschen da die sowohl die Obrigkeit als auch so die Firmen Situation aufs Korn nimmt. Also das mit dem Wanderweg, sagen wir mal, dahingestellt. Ja. Da würde ich jetzt auch wahrscheinlich eher mit dem Roller dann durchbrettern. Aber Ich finde das auch so ein bisschen, also gibt es auch in der Schweiz zum Beispiel, das ist jetzt noch nicht mal eine Erfindung, sondern das gibt es in der Schweiz schon länger, dass Kanton Appenzell bereits seit langem einen Witze-Wanderweg gibt, der vom dortigen Tourismusverband als touristischer Höhepunkt bezeichnet wird. Ich meine jetzt ganz ehrlich, was soll der Tourismusverband denn sonst sagen? Also sagen, das ist ein totaler Scheiß. Also ist schon so ein bisschen absurd. Genau, also jetzt aber die Mittelfranken hauen jetzt auch einen raus und ich biete auch noch einen Schinkelklopfer vom Witze-Wanderweg an. Warum gehen Ameisen nicht in die Kirche? Weil sie Insekten sind. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also wie gesagt, vielleicht ist der Oliver Tissot ja in live dann besser, aber ich gefühlt für mich, Humor geht anders. Also, der lacht. Ja. What the fuck? Aber meine Frage, diese Witze, werden die denn dann auch aktualisiert oder kann man den Weg nur einmal lachend gehen und dann kennt man die ganzen Dinge? Also zumindest, das wird hier für den Fränkischen nicht beantwortet, weil der jetzt ja erstmal da ist und ich glaube, Behörden sind, also gerade wenn solche, sind jetzt nicht so gut darin, Dinge laufend zu aktualisieren, sondern da gibt es wahrscheinlich auch Fristen. Bei dem Schweizer, das ist hier erwähnt, also den Schweizer Witzeweg, den es jetzt Zeitraum seit langem gibt, ich zitiere, da sollen von 2024 an die in die Jahre gekommene Witzetafeln nach und nach ersetzt werden. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ja. Was heißt hier, also wie werden die dargestellt? In sind dann so Tafeln, kannst so, du ablesen. Also ist so dann da, so super innovativ. So ein Steinmetz metzelt die dann da in den Stein rein, so wie bei Asterix und Obelix. Und dann das Stein, Holztafeln, wie auch immer. Aber das ist halt, das ist so ein bisschen das Konstrukt, wo ich auch so denke, also wen soll es erreichen? Also ich weiß, die beiden Brüller, die wir jetzt eben gehört haben als Beispiel, die, ja, geht so. Ich habe noch einen dritten, der ist noch schlechter. Ich hätte ihn jetzt zum Vergleich doch gern gehört. Ja, ich auch. Mal bitte. Jetzt habe ich euch so heiß gemacht. Ne? Genau. Du bist brutal. Genau. Ein Ehepaar spaziert durch den Wald. Nach ein paar Stunden sagt der Ehemann, schau, da ist ein toller Platz für ein Picknick. Stimmt.
antwortet seine Ehefrau. 1000 Ameisen können nicht irren. What the fuck? Ja. What the fuck? Ganz ehrlich, ich kann ja mit dem jungen Mann da mitlachen, das ist sehr schön. Aber ey, das ist witzig. Ja, der war also wirklich schlecht. Wirklich, also der letzte war wirklich schlecht. Der erste war von den dreien noch der beste. Aber auch Flachwürste. Also das sind doch, also ich weiß ja dann so, ich weiß ja, aber da finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Vielleicht musste der Tourismusverband auch die Witze freigeben. Ja, das kann durchaus sein, dass da viel durch am Filter hängen geblieben ist. Das kann natürlich sein. Apropos Filter, das ist die perfekte Überleitung zu meinem letzten Bier, mein lieber Beef. Das ist nämlich nicht filtriert. El Aguila, und da sage ich jetzt auch noch einen letzten Takt zu, aus Madrid, habe ich ja eingangs schon erwähnt. Und das wurde gekauft, 84, von der Brauerei Heineken. Die haben es dann dummerweise irgendwie mit ihrem Amstel-Brand sozusagen ausschleichen lassen aus dem Markt und haben sich 2019... haben es dann 2019 überlegt, in der Original... im Originalrezept von 1900 unfiltriert wieder neu auf den Markt zu bringen unter eigener Marke El Aguila. Und was heißt wahrscheinlich sowas wie der, müsste man nachgucken, weil hier ist so ein stilisierter Falke oder Adler oder irgendwas drauf, irgendein Raubvogel, hätte ich jetzt vorbereiten können. Aber ja, das ist mein persönlicher Favorit, das ist mein Highlight von den Mitbringseln aus Spanien und da wäre ich mal sehr gespannt, was du dazu sagst als Beef- und Bier-Experte. Also er ist zumindest schon mal ein bisschen trüber als die anderen, das ist ja schon mal... Zeugt ja von diesem Unfilter. Ja, das ist ja auch bei den Rauchern so. Nur die Harten rauchen ohne Filter. Ne? Und ihr seid halt auch hart. Ich trinke meinen Apfelsaft auch unfiltriert. Ja, war gut so. Also ich muss. Ich könnte jetzt sagen, schmeckt wie Amstel, aber den Witz mache ich ja nicht mehr. Also das. Ja, so würde ich auch lachen. Ja, siehst du. Aber nein, das. Muss ich jetzt selber mal wieder das Phänomen, ich habe das da ein paar Mal getrunken, ganz am Anfang, es hat mir granatenmäßig, das war das erste Bier, was ich gekauft habe für euch. Und jetzt schmeckt es mir nicht mehr so gut wie am Strand von San Vicente. Das haben wir doch letztes Mal auch schon diskutiert, dass du dir einfach, weiß ich nicht, 12 Flaschen Wein aus dem Urlaub nimmst und zu Hause schmecken die halt auch nur nach Tetra Pak. Ja, das ist Wahnsinn irgendwie. Das ist ja immer so. Auch die Wassermelonen. Wenn du in Italien, Griechenland, Türkei eine saftige Wassermelone irgendwie schön im Urlaub isst, ist sie auch anders als irgendwie so eine aus dem Rewe, die du auf den Tisch legst und die auch süß ist, aber irgendwie das Urlaubsfeeling. Das ist nochmal ein Thema, mein lieber Sommer. Da könnte ich jetzt wirklich steil gehen, weil ich finde das so geil. In Spanien, die Lebensmittel, zum einen sind sie deutlich günstiger als bei uns. Ich habe teilweise nicht glauben können, was wir dafür gezahlt haben. Wir sind Kaffee trinken gegangen oder auch abends was trinken gegangen. Nur mit den Kindern. So, da haben wir 2 Kaffee noch getrunken, ein Glas Wein, ein Bier, eine Cola und was weiß ich, eine Fanta. Und dann zahlst du 9 €. Da zahlst du bei uns allein für die 2 Kaffee 9 €. Das ist das eine. Und das ist beim Einkaufen ein ähnlicher Effekt. Du kaufst und kaufst und kaufst und in ganz allen verschiedenen Supermärkten und hast das Gefühl, oh, die haben sich verrechnet. Das ist echt günstig. Und die Lebensmittel, gerade die frischen, das Obst, das schmeckt ganz anders. Die Zitronen, die Gurken, die Tomaten. Die Tomaten schmecken richtig tomatig. Also das ist hier... Also vielleicht ist es auch nur im Rheinland so, das Gemüse und Obst, was wir hier zu uns nehmen, das schmeckt ja teilweise nach gar nichts mehr. Das fällt dir erst auf, wenn du das mal woanders wieder kaufst. Das ist der Holland-Fraß zum Teil. Also die Tomaten, ich gebe dir recht, Ben, insofern ist mein Melonenvergleich etwas schief gewesen vorhin. In der Tat, so gerade bei Tomaten merkst du es, auch wenn du irgendwie in anderen Ländern als Spanien im Süden unterwegs bist, ist viel geiler, stimmt, gebe ich dir recht. Ich möchte nur jetzt gerade eine Sache zum Besten geben, die ich witzigerweise vor ein paar Tagen gelesen habe, was die Preise angeht. Und zwar haben sie irgendwo einen Test gemacht, der wahrscheinlich alles andere als repräsentativ ist. Aber sie haben in Spanien, und deswegen erzähle ich das, und in Deutschland denselben Einkauf bei einem Aldi gemacht. Also das ist zwar wahrscheinlich nicht ganz identisch von den Marken, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber denselben Warenkorb sozusagen haben sie eingekauft und es war in Spanien teurer. Also ich war nicht beim Aldi da, aber
Also das war definitiv günstiger und definitiv auch die Gastronomie, das ist der Wahnsinn. Morgens, die verkaufen in Bilbao, verkaufen sie fette Sandwiches, so mit Ei und allem Möglichen drauf. Und dann holst du da für die ganze Familie so ein Sandwich, dann holst du noch zwei Kaffee und Pipapo und dann zahlst du so 10 Euro. Das ist der Wahnsinn. Und das ist nicht irgendwie Scheißkaffee, so Kaffee con Leche oder sowas, ne? Das ist, wenn sie bei uns für 3-4 Euro verticken, kostet dann 1,50 €. So, und die wollen nicht mal unbedingt Trinkgeld haben. Die haben immer so ganz, ganz verzückt geguckt, weil Trinkgeld ist da wohl zumindest so in der Gastronomie gar nicht so, weiß ich nicht, wie das kam, aber irgendwie hieß es immer, ja, ihr müsst kein Trinkgeld geben. Wir haben es trotzdem gemacht. Und dann waren die immer so, oh, voll, danke, danke, echt jetzt und so. Wenn wir dann so Trinkgeld gegeben haben, die üblichen 10%, das gibst du dann ja erst recht gerne, wenn du das Gefühl hast, du machst gerade einen riesen Schnapper, aber da merkst du einfach so, wie hier die Preise durch die Decke gegangen sind. Ja, in der Gastronomie finde ich auch, dass sie extrem teuer sind. Bei den Lebensmitteln war ja zumindest immer, hieß es immer, dass Deutschland wesentlich günstiger sei als Frankreich und an die anderen Nachbarländer oder vergleichbaren Länder. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, weil zu Spanien hatten sie letztens eine Inflationsrate genannt, die war schon wieder im normalen Bereich bei 2% oder so. Und wir sind ja immer noch bei 6%. Und da hatte ich jetzt so ein bisschen das Gefühl, als ob bei uns sind ja, das ist ja belegt, die Lebensmittel, die Inflationstreiber. Und da habe ich das Gefühl, dass die Konzerne jetzt sozusagen diese Lücke zum anderen europäischen Ausland sozusagen schließen und also quasi aufschließen preismäßig. Aber das ist so ein persönlicher Eindruck. In Nordspanien noch nicht angekommen, kann ich nicht anders sagen. Das war mal schnell hin, oder? Da war ich ja gerade. Bevor es zu spät ist. Ich dachte eher an mich. Ja, man muss wahrscheinlich auch so ein bisschen unterscheiden. Also ich weiß auch nicht, aber bei manchen Produkten, jetzt Kaffee mag eine Ausnahme sein, aber gerade solche frische Produkte hast du natürlich, also wir sind ja hier gewöhnt, dass wir den Kram, jegliches Produkt zu jeglicher Jahreszeit immer beliebig verfügbar haben. Was aber bedeutet, du hast natürlich riesige Transportketten da drin und die Dinge, die werden auch in anderen Ländern mit einem relativ großen Aufwand überhaupt erzeugt, also von Wasser bis sonst wohin, weil die da auch nicht immer wachsen. Und das ist, glaube ich, einerseits das Thema und in Spanien, ich kenne das auch von Südfrankreich, da hast du gerade auf den Märkten oder sowas, hast du halt viel frischere Ware, die natürlich einerseits erstmal keine 3000 Kilometer in Knochen hat und zweitens eben ganz normal, sagen wir mal in Anführungsstrichen, geerntet wurde und dann irgendwie mehr oder weniger sofort zum Verbraucher gewandert ist. Das macht schon was aus. Gerade bei anderen Produkten, also bei Bananen ist es ja so der Klassiker, dass die ja quasi grün geerntet werden, also sprich noch nicht reif. Und die reifen dann auf dem Transport. Das heißt, der Transportweg ist so die Reifezeit. Dadurch werden die aber geschmacklich nicht besser als vorher. Das ist tatsächlich so. Als wenn du sie dann quasi im Erzeugerland am Baum in der richtigen Umgebung reifen lässt und dann dort isst. Das ist, glaube ich, auch noch so ein Thema. Ja, und mit den Preisen. Also ich glaube, vorher war in Deutschland was relativ billig quasi, auch durch tatsächlich relativ, ja, wie soll ich sagen, rigorose Handels Bereiche. Ich müsste jetzt lügen. Also ich könnte jetzt nicht bei vielen Produkten könnte ich es in 100% sagen. Was mir aufgefallen ist tatsächlich auch jetzt auch selbst, weil ich jetzt seit längerem mal wieder irgendwie mir irgendwie ein belegtes Brötchen in der Bäckerei gekauft habe. Also da fand ich Preise völlig absurd. Also da kostet wirklich ein stinknormales Brötchen mit Käse drauf und einer Scheibe Gurke und einem Blatt Salat kostet fucking 4,10 Euro. Und wo, das ist es. Wo war das? Das war in Siegburg im Kaps. Also ja, wirklich völlig banal irgendwie, ne? Nix. Mhm. Und das ist offensichtlich der normale Preis scheinbar da jetzt. Das muss ich sagen, da habe ich auch gezuckt. Ich habe es dann auch gelassen, weil war es mir einfach nicht wert. Und das, da sind die Preise schon, glaube ich, sehr hoch gegangen. Ich kann jetzt natürlich nicht immer einen Zusammenhang sehen. Ich weiß nicht, liegt es daran, dass Leute auch, dass Leute besser bezahlt werden inzwischen, dass also auch die im Verkauf sind oder die den Kram machen, das kann ich alles nicht beurteilen. Da gibt es sicherlich viele Faktoren, die den Preis beeinflussen. Aber es gibt, glaube ich, auch sehr viele Mitnahmeeffekte, dass gerade Großkonzerne oder große Ketten da einfach die Chance nutzen und wissen, sie kriegen es halt. Es funktioniert ja. Also das haben trotzdem, außer mir, haben alle da gekauft. Da war eine Schlange von 10 Leuten, ja. Und da hat jeder irgendwie ein Brötchen gekauft. Und ich war, glaube ich, der Einzige, der gezuckt hat. Das ist irgendwie... Keine Ahnung. Also das mit dem Bäckern und Kaffee und so, das, was der Ben gesagt hat, das kann ich jetzt auch aus Italien bestätigen. Sogar am Flughafen haben wir uns nochmal mit Sandwiches eingedeckt.
den Kindern irgendwie 20er in die Hand gedrückt und ich habe dann irgendwie 13 Euro zurückgekriegt und dann waren mit 7 Euro irgendwie alle versorgt. Das war wirklich, sehr günstig. Aber ich erinnere mich halt auch früher gern in Südfrankreich Urlaub gemacht. Da haben die ja diese Riesensupermärkte, die kennt ihr sicherlich, ne? Die für Frankreich auch irgendwie so Übermarché. Bisschen bekannt sind, bisschen berühmt sind. Und gerade so Sachen wie Fleisch und so, du bist arm geworden. Das war, also vom, wenn du da ein Ferienhaus hattest, dann hast du für Lebensmittel definitiv drauf gezahlt. Du musst am also, Ende des Urlaubs das Ferienhaus wieder verkauft. Ja. Ich hatte auch eher vom Mieten gesprochen. Ach so. Ja, aber das sind wir doch jetzt, ich habe jetzt den Artikel nicht dabei, aber mit dem Fleisch, also Penny macht jetzt ja ganz aktuell irgendwie, die machen jetzt ja so eine, ich kann ehrlich gesagt nicht einschätzen, ob es jetzt eine PR-Nummer ist, also sprich, ob die damit einfach nur mal in die Zeit, also die Grundidee ist ja, dass die quasi in Anführungsstrichen realistische Preise für bestimmte Produkte verlangen und die realistischen Preise tatsächlich teilweise eben das Doppelte sind von dem, was der klassische Verkaufspreis bisher bei Penny war, zum Beispiel bei Fleisch. Ja. Weil die sagen, der realistische Preis setzt sich aus vielen Faktoren zusammen und vorher werden viele Faktoren davon auf die Allgemeinheit umgewälzt, also gar nicht auf denjenigen, der die Sache kauft oder auf das verkaufende Handelsunternehmen, sondern tatsächlich auf letzten Endes die Umwelt und Dinge, die man nicht machen, also die im Prinzip erstmal, wo man nicht direkt was unbedingt bezahlen muss, sondern vielleicht erst in 10, 20, 30, 40 Jahren, dann aber umso teurer. Und wie gesagt, es gibt ja da auch eine relativ heiße Debatte drüber, über das Thema in den Medien. Führt jetzt auch zu weit, das hier irgendwie alles zu diskutieren, zumal ich jetzt auch die Artikel nicht präsent habe alle. Aber keine Ahnung. Bei manchen Preisen wissen wir, dass es nicht ehrlich ist. Also ja. Auch die Gurke, die aus Spanien kommt und die hier für 59 Cent in der Auslage liegt, die wird für einen hohen Preis an Umweltkosten dort erzeugt, die im Moment keiner bezahlt, die aber die nächste Generation bezahlen wird. Das ist so. Ja. Das Grundwasser sinkt da kontinuierlich ab und irgendwann ist es auf einem Punkt, wo dann einfach da der Bereich teilarid wird und dann ist das einfach kaputt. Und das sind so Punkte, das muss man sich einfach ehrlich machen. Nee, auf jeden Fall. Ich kann da auch nicht mitreden. Ich habe das auch nur so am Rande gelesen mit Penny, aber da waren irgendwie Bockwürstchen für 11 Euro oder so. Es war also schon heftig. Ja, ist das ein Marketing-Gag? Das kauft doch wahrscheinlich keiner, oder? Ich kann es nicht beantworten, also zumindest nicht bei Penny. Also ich glaube, die Zielgruppe, die da bereit ist, das Geld dafür auszugeben, die geht dann eher in den Biomarkt und kauft es dann da zu dem mehr oder weniger realistischen Preis. Aber die Kassiererinnen müssen es wohl übrigens ausbaden, habe ich gelesen. Oh. Da muss man mal, die Aktion läuft auch nur kurze Zeit, oder da muss man auf die Scheißwurst mal verzichten für eine Woche. Ja, ich wollte gerade sagen, solange es nur um die Wurst geht, ist mir das egal. Diese Hauptsache, sie gehen nicht ans. Alleine mit dir. Zwei Worte. Ein Bier. Ja, das wäre deine Runde, lieber Beef. Du hast hier, wir müssen das nicht alles trinken, aber. Nee, nicht. Such dir eins aus, wo du kannst mir mal das Maxl Helles geben, quasi. Ich bin natürlich nicht so gut vorbereitet wie du eben und ich habe da jetzt hier langwierige Bereiche. Ich habe tatsächlich mich so ein bisschen mal durch ein paar bajuwarische Biere irgendwie, da gibt es dann noch mehr, das aus dem Allgäu noch. So was. Zum Beispiel das Guinness Extra Stout. Ja, das ist richtig klassisch bajuwarisch. Dass hier noch steht. Musste einen, ja, die anderen beiden sind aber immerhin bajuwarisch. Wobei die Iren sind ja so ein bisschen die Bayern Englands, sage ich immer. Ja. Naja, gut. Die zumindest sagen mit den Abtrünnigkeitstendenzen. Ja. Genau. Ja. Nee, ich habe mich so ein bisschen mal durch bajuwarische Beispielkost und habe jetzt hier das nennt sich Maxl Helles. Das ist tatsächlich auch schon älter, von der Schlossbrauerei Maxl Rhein. Ich hab's richtig ausgesprochen, wahrscheinlich nicht. Ich fand das sehr schön, weil die Bajuwaren ja dann immer noch mal, also hier steht auch gebraut nach dem bayerischen Reinheitsgebot, was dann noch mal, ich weiß nicht, ob das strenger ist oder ob dann einfach derjenige dann noch drauf reinlabert, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Oder ist auf jeden Fall seit 1877 gibt es das auch schon. Und sie sind aber auch insofern schon, wie soll ich sagen, in der Moderne angekommen, als dass sie es
hinten auch in vier Sprachen darstellen, was es ist. Also, dass es nicht nur ein Vollbier ist, sondern auch ein Zerwefa, ein Bitter oder ein Bier. Full Beer. Also insofern, und sie stellen auch in vier Sprachen vor, was es ist. Also es ist jetzt, sie haben schon so ein bisschen den Blick auch für das für Europa. Ich glaube, dem Sommer dauert das hier zu lang. Ja, das der stößt schon auf. Wasser aus das, dem Feuerwehr heißt. Der 3-4-Minuten-Teaser da raushaut. Ja, genau. Oh, das ist aber tatsächlich sehr hell. Das ist, Gut, das wäre blöd, so, wenn es dunkel wäre. Ja, nee, also, klar, aber mir ist das nicht. Ich habe hier auf die Mikrofonablage mein Glas gestellt. Ja, das, liebe Leute, wir müssen uns da was überlegen. Das ist übrigens hier mit den Bierflaschen auf dem Holztisch, das ist ganz mies vom Sound immer. Du brauchst so Filzunterlagen. Ja, wir brauchen hier so einen Pokertisch oder so. Weil das knallt und klonkt hier wie in einer Tour. Das hört, glaube ich, auch so, jeder. So ein paar Korkuntersetzer, schön vom Ikea. Ja, die hätte ich ja. Die hätte ich ja. Der Schaum auf den guten Mac. Also ich finde, man hört da nichts. Aber ja, vor allem das ganze Teil vibriert man. Warte, Moment. Also auf jeden Fall besser als der Witz mit den Speeren. Ja, und das ist übrigens ganz schön. Das finde ich das. Also ich finde, so ergibt sich Humor. Also dieser erzählte Witz, das ist ja eine super mühsame Geschichte irgendwie halt, ne? Also, das musst du ja wirklich können, weil man bereitet ja vor, die Leute erwarten ja einen super Witz. Und wenn du dann so nur so ein laues Lüftchen raushaust, dann ist das ja schon schwierig. Das heißt, also, das ist ja, dadurch, dass du selber ankündigst, du machst jetzt einen Witz, legst du ja die Messlatte schon mal hoch. Die Leute erwarten was und dann musst du das auch erfüllen und idealerweise übererfüllen. Das ist das Problem bei sowas. Und wenn du dann so Gurkendinger da reinhaust, damit, wie gesagt, mit dem Speeren oder mit den Ameisen. Insekten, so eine Scheiße. Also, das ist ja dann irgendwie, das ist ja nicht mal ein Flachwitz. Ja, es kommt aber auch nicht nur auf die Art des Erzählens an, sondern auch darauf, das fand ich immer großartig, früher im Fußballverein, unser Torwart, jedes Mal beim Training hat er den Witz des Tages mitgebracht. Die Witze waren teilweise echt scheiße. Aber der Typ hat sich selber so weggeschmissen vor Lachen, dass die ganze Kabine am Boden lag. Ja, das ist ja das, was mir bei sowas schwerfällt. Ich finde ganz selten Witze, die man sich selber liest, witzig. Mhm. Wenn hingegen jemand mit einem gewissen Charme so seinen Lieblingswitz erzählt oder irgendwie genau der Witz zu der Person ist, dann und dann eben auch so lacht, dann ist das ja oft auch ansteckend, dass die Leute dann einfach so lustig das darstellen, dass man einfach mitlachen muss. Wie war das noch? Du hast doch mal hier auch im Podcast mitgebracht, der Typ, der im Parlament in der Schweiz oder in Österreich, was war der? Das war der Schweizer Bundespräsident, der die Verordnung Palatschinken, nee, das war Bündnerfleisch. Der liest da stundenlang so eine langweilige Verordnung vor. Ja, das war die Verordnung irgendwie, die im Endeffekt so wie beim Parmaschinken und beim Parmesan und der Typ so konnte nicht mehr irgendwann. Ja, weil das halt so ein Beamtendeutsch war, der hätte sich über sein, war ja nicht er, muss das als Bundespräsident ja nur verkünden, dieses Gesetz. Ja, aber die Leute haben ja auch gelacht, weil nicht weil das so lustig war mit dem Bündner. Nicht nur die Leute, also ich gucke mir dieses Video an, wenn ich schlecht drauf bin. Und das ist so lustig, dass man einfach mitlachen muss. Das haben wir schon wirklich hier drin gehabt in der Sendung. Das war wirklich großartig. So, jetzt aber nochmal zu dem Maxl. So, Maxl Helles, ne? Genau, jetzt können wir mal probieren. Könnte kälter sein, aber es könnte auch regnen. Schmeckt normal. Sag ich jetzt mal so. Ja, ich weiß nicht, ob es an meiner akuten Corona-Erkrankung liegt oder ich schmecke irgendwie gar nicht so viel. Ja, da fehlt so ein bisschen das Flusswasser. Ja, das Abgestandene. Ja. So, Leute, wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken. Ich sehe gerade, wir haben schon 47 Minuten hier auf der Uhr. Oder kein Wunder, eine Dreiviertelstunde. So genau, erstmal nur ein, im Prinzip, ich bin der Einzige bis jetzt, oder? Ja. Also ich mache jetzt hier mal das Fass auch mit den blöden Influencern. Ja. Als alter weißer Mann und als jung gebliebener als weißer Mann habe ich es natürlich so ein bisschen mit Ordnung muss sein, ne? Und Demonstrationen sind anzumelden. Es begab sich also jetzt kürzlich in New York, dass der mir nicht bekannte Influencer oder auch Twitch-Streamer Kai Cenat Leute einfach eingeladen hat, sich zum Union Square zu begeben in New York.
und es gäbe umsonst Playstations, andere Konsolen, Computer. Er wollte mal so richtig einen raushauen. Und das Ergebnis, ja, 2000, ich sag mal, Besucher, 65 Festnahmen, 1000 Polizisten vor Ort. Und hat doch geklappt. Die Hütte brannte, wenn man so will. Hat so ein bisschen geklappt. Tatsächlich gingen die meisten, glaube ich, ja, unerfüllt nach Hause. Und witzigerweise, der Typ selber ist erst 21. Offenbar wurden auch diverse Teilnehmer von Mutti abgeholt, als das eskaliert war. Und ja, also von 300 innerhalb von wenigen Minuten auf einige tausend Kids steht hier. Kids ist ja so ein dehnbarer Begriff im Englischen. Also auf jeden Fall jetzt, war jetzt keine... Ja, also auf jeden Fall, die haben sich ja überworfen. Plötzlich waren sie alle da und der hat, gute Mann hat auch immerhin 4 Millionen Follower auf YouTube, 5 Millionen auf Insta, 6,5 Millionen auf Twitch. Also das ist ja schon unsere Größenordnung. Wenn ich jetzt sage, nächste Woche Party bei Beef, dann klingeln schon 2-3 Leute. So, also New York hat wohl auch die sogenannte Level 4 Response ausgerufen. Das ist wohl die höchste Alarmstufe so bei Disaster Prevention. Und er hat sich selber rausgeredet mit, ja, du kommst doch nicht hier nicht Gameboys entgegennehmen und bringst Rauchbomben mit. Ja, und er sieht das tatsächlich nicht als eigenen Fehler, sondern eher als Erziehungsproblem. Ja. Aber hatte der wirklich irgendwelche Konsolen dabei? In der Tagesschau, das war jetzt von CNN, der Tagesschau war so von, am Ende wurden wohl Geschenkkarten verteilt oder sollten verteilt werden. Also offenbar. Aber, und ja, was hat er damit bezweckt? Also ja, warum? Ja, Flashmob, aus Spaß, weiß ich nicht. Bekanntheit, was die Leute so machen. Ne? Das ist wie der mit dem nackten Hintern in den Kaktus gesprungen ist. Er dachte, das wäre eine gute Idee. Ja, aber das kam. Das gab es auch jetzt nicht zum ersten Mal, dass da irgendwie jetzt, da hier ist es jetzt Influencer oder was, aber irgendeine Marke hatte da auch mal gesagt, hier, wir verschenken dies und das. Das war, glaube ich, auch USA. Und dann kamen irgendwie 2000 Mann und haben alles so überrannt, dass die Polizei einschreiten musste, ja, weil sie dachten, weil die Leute eben dachten, sie kriegen ja alles tolle Sachen geschenkt und dann war aber nach 2 Minuten alles weg. Na, das war so wie vor 15 Jahren, wo ein Mediamarkt eröffnet wurde. Wahrscheinlich sind sie auch reingerannt wie Bekloppten irgendwie, weil es 2 Plastikreimer zu verschenken gab. Aber egal, ich habe also die Stadt war so ein bisschen angepisst, weil er halt die Aktion nicht angemeldet hatte und die entsprechend ja, okay, auch null vorbereitet waren. Aber nochmal, er hat angekündigt, er würde irgendeinen Krimskrams verschenken, PlayStation und Co. Hm? Das hat er aber nicht. Und dann waren die Leute ein bisschen frustriert und haben sich entweder gegenseitig durchgewämst oder irgendwen anders oder ihn. Ja, weil ist halt erstmal voll geworden und wie das dann so eskaliert. Und man kennt das ja von eigenen Partys, da ist dann auch schnell die Polizei da. Und offenbar saß der da in so einem LKW fest, wo er das Zeug möglicherweise drin hatte, man weiß es nicht. Vielleicht waren es auch nur die Geschenkkarten und er wurde aus sogenannten Sicherheitsgründen auch von der Polizei aus diesem Teil rausgehievt und dann über den Zaun geworfen und dann ja, und festgenommen. Auch. Hat er seitdem mehr Follower oder weniger? Das konnte ich leider noch nicht in Erfahrung bringen. Ich halte euch aber auf jeden Fall auf dem Laufenden. Insofern möchte ich jetzt hier ankündigen, dass wir nächste Woche beim Sommer vor der Haustür eine kleine Gartenparty veranstalten. Vor der Haustür? Der Sommer gibt einen aus. Genau. Ja, das ist so witzig, dass du diese Geschichte hast, weil ich habe so eine ganz ähnliche Geschichte unter der Woche gelesen und jetzt gerade noch mal rausgeholt, jetzt in dem Fall aus dem Merkur. Ich glaube, ich hatte sie in meinem Fachblatt Bild-Zeitung entdeckt. Deutsche Influencer enthaupten Statue und wollen Luxusvilla für Spottpreis kaufen. Also die sind nach Italien, so eine Gruppe Influencer, 12, 13 Stück. Unter anderem ein Typ namens Jannis D. mit 1,5 Millionen Follower. Und sag mal für dich, der war wohl früher in der Jugendmannschaft von 1860 München. Hat dann mit der Fußballkarriere nicht geklappt. Dann ist er Influencer geworden. Er und seine Freundin und noch ein ganzer Haufen anderer sind halt nach Italien, haben diese Luxusvilla immerhin von einer Mailänder Nobelfamilie irgendwann 1700 gebaut. Angemietet, nee, 1870 so rum und haben dann da völlig randaliert, haben dann diese Statue, da gibt es auch so ein Video von der Überwachungskammer, wie sie die Statue umarmen und dann in so einem Brunnen und dann fällt das ganze Ding um und dann ist sie halt geköpft worden
Und ich glaube, dieser Typ, der das dann öffentlich gemacht hat, der Besitzer, der hat sich deswegen so aufgeregt, also der spricht von 100.000 Euro Schaden und hat sich deswegen so aufgeregt, weil die dann im Nachgang angeboten haben, 200 Euro für den Schaden zu zahlen, ne? Von so einem historischen Gebäude, wo sie an verschiedenen Stellen eben Dinge zerstört haben. Das ist wieder so, das würde tatsächlich in unsere jetzt mal angeteaserte neue Rubrik asoziale Medien passen, die wir hier demnächst aus dem Boden stampfen, weil mir diese ganzen Influencer-Idioten so dermaßen auf den Sack gehen mit ihrer ja, Macht, die sie ja eigentlich haben und immer ausüben und damit Scheiße bauen, dumm wie Stroh oft sind und glauben, dass sie aber irgendwie nur, weil ihnen 1.000 Leute zujubeln, dass sie einfach die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. 200 Euro kotzen. Haben die angeboten? Ja, das steht jetzt hier nicht drin, aber in dem anderen Artikel stand das drin, ja. Und was war das wert? Bitte was? Immer die gleiche Scheiße, weißt du noch wieder nicht? Was war denn, was wäre denn angemessen gewesen? Naja, er selber sagt, dieser Hausbesitzer sagt, es wäre ein 100.000 Euro Schaden. Also das wird sich jetzt wahrscheinlich dann irgendwann vor Gericht wiederfinden. Na, ich sag mal, also ganz ehrlich, also 200 Euro Schaden, das sind ein paar Teller und ein Stuhl. Also wenn die kaputt gehen, dann hast du 200 Euro zusammen, würde ich jetzt mal unterstellen. Also wenn das jetzt nicht nur im Ikea oder was weiß ich, sonst wie Restrampe war. Aber deswegen erscheint mir 200 Euro schon relativ dreist. Also wenn das jetzt irgendwie, wenn die da wirklich richtig rumrandaliert haben und so. Aber ja, irgendwie. Ich weiß nicht. Also ich bin da ganz beim Ben. Ich finde auch, dass die meisten von diesen Vögeln, also wie gesagt, ja, also mir fehlt halt oft der Nachweis, dass die irgendwas können. Außer irgendwie halbwegs in irgendeine Kamera zu labern. Das ist halt echt so grässlich irgendwie. Das ist so. Also diese Statue war 100 Jahre alt von irgendeinem bekannten Bildhauer in Rico Butti. Da war der schon abgeschrieben. Ja, das vielleicht, aber es ist natürlich ein historisches Stück. Und da gab es wohl auch eine recht strenge Hausordnung, die sollten eigentlich gar nicht diese historischen Bereiche öffnen. Die durften eigentlich auch nicht die Kleiderschränke da öffnen. Das haben die alles gemacht, die sind überall hin, haben alles sozusagen für Fotos natürlich. Also das war jetzt nicht mutwillig in dem Sinne, dass sie da durchrandaliert sind, sondern sie haben wohl da halt in großem Stil Fotos für ihre ganzen Channels und so weiter gemacht und dabei aber relativ rücksichtslos alles benutzt, alles aufgesetzt. Alles verschoben und dann eben auch, da gibt es dieses ziemlich unbeholfene Überwachungsvideo, wo dann die zwei in diesen historischen Brunnen steigen, die Statue am Abend und dann mit dem Ding umfallen. Ne? Und dann bricht der halt der Kopf ab. So. Das ist natürlich wirklich selten dämlich. Ja. Naja, es ist. Es ist, wie es ist, aber passt dazu, dass, ja, es ist wirklich so. Eine Haltung dahinter. Ja, eine Respektlosigkeit ist das. Ja. Hast du noch irgendwie was zum Thema dämliche, respektlose Auftritte vielleicht dabei? Rollo, wie kommst du darauf? Ich hab's da vorhin schon angeteasert. Wenn der Ben jetzt zu seinem Thema nichts mehr hat, dann gehe ich da gerne. Das war ja Prollos Thema, aber es passte so gut. Irgendwie Randale von Influencern oder wie auch immer. Ja, das passte gut. Ich habe ja eben schon Ulrike Gero angesprochen. Ich spare jetzt Zeit dadurch, dass ich beim Teaser sie schon vorgestellt habe. Das habe ich ganz clever gemacht. Wow, was ein Fuchs. Ja, vorausschauend bin ich. Ja, Die war in der Sendung von Markus Lanz vor einem Jahr. Da ging es um den Ukraine-Krieg. Und da hat sie irgendwie, wie das so ihre Art ist, irgendwie hat sie immer kontroverse Meinungen und hat irgendwie sich da mit Strack Zimmermann, Nathalie Amiri, Frederik Pleitgen und dem guten Markus Lanz irgendwie gestritten um den Krieg. Und sie hat da irgendwie einen Vergleich mit dem Afghanistan-Krieg gemacht, obwohl es irgendwie ja nicht wirklich vergleichbar ist, wie auch immer. Es ging wohl hoch her in der Sendung. Ja? Also sie wurde da wohl ziemlich angegangen, sage ich mal. Und ist sie an die Öffentlichkeit gegangen, ein Jahr später mit einem YouTube-Video. Und das ist irgendwie echt, ich bin ein bisschen fassungslos. Sie hat nämlich zum Besten gegeben, dass sie, als sie aus dieser Sendung rauskam, einen Scheidenherpes gekriegt hat. Wegen dieser Sendung.
ich bin aus dieser Sendung raus und hatte tatsächlich einen Herpes an der Scheide. Ja? Mhm. Also ich hatte einen absoluten Hautausschlag, als ich aus der Sendung rausgegangen bin, was eben auch zeigt, dass es ja zum Teil eine männliche Brutalität war, ja. Ja, die da auf mich absolut, ein... Absolut, ja? Absolut. Ja. Und ich bin am nächsten Tag zu einer Gynäkologin, die mir gesagt hat, sowas hätte sie noch nie gesehen. Und die hat das fotografiert fürs Lehrbuch. Hm, so. Ja, also ihr müsst euch jetzt als Szenerie so, ich weiß nicht, so ein Studio kann man nicht sagen, das sah irgendwie wie so ein Wohnzimmer aus, wo in den 90ern mutmaßlich Pornos gedreht wurden und heutzutage Heilpraktiker, ESO, es war auf jeden Fall, ich weiß nicht, von wem sie da interviewt wurden, aber es war so eine, ich kann es nicht beschreiben, aber wir verlinken es natürlich wie immer. So ein absonderliches Interview. Und ich muss sagen, ich habe auch die Landsendung aus dem gegebenen Anlass geguckt, sag mal, genau wie du wahrscheinlich. Es ging schon hoch her. Wobei bezüglich männliche, was war es, Dominanz oder was auch immer sie da sagte, die meisten Einläufe hat sie eigentlich von der guten Frau Strack-Zimmermann kassiert. Zumal jetzt die Besetzung ja Nathalie Amiri noch und Strack-Zimmermann. Ja, Lanz war also hier mit Frederik Pleitgen, das waren die einzigen Männer. Okay. Also was mich vor allem stellt, ich meine, ich will ja nicht in Frage stellen, dass sie da ihren Intimherbst gekriegt hat. Und lustig ist so ein Intimherbst sicher nicht. Aber wieso, um Gottes Willen, geht man mit so einer Story an die Öffentlichkeit? Also das ist doch, also jetzt mal ganz ehrlich, wenn man da irgendwie unzufrieden ist, dann redet man nochmal über das Thema und keine Ahnung was und sagt, ich bin da damals echt fies angegangen worden. Aber muss man solche intimen Geschichten in so einem YouTube-Video der Öffentlichkeit zuspielen? Ich weiß es nicht. Was denkt ihr? Also das ist so eine Information, die ich eigentlich nicht haben wollte. Ja. Und ich habe das gesehen, auch natürlich, man kam da ja fast nicht dran vorbei. Und also diesen Quote habe ich gesehen, habe dann auch auf die Story geklickt, auf eine der Stories, die da im Umlauf waren. Und ich habe irgendwie gedacht, am Anfang, weil ich den ganzen Vorlauf so nicht mehr abrufen konnte, die hat sich beim Lanz im Studio irgendwie, hat er vielleicht ohne Unterhose auf dem Stuhl gesessen. So, ich dachte, so eine Geschichte ist das. Der ist so, der hat irgendwie so versiffte Sitze, dass sie sich da einen Scheidenherpes geholt hat, weil sie da irgendwie ohne Slip auf dem Stuhl saß. Darf ich da einen bekannten politischen Analysten zu zitieren? Der heißt Oliver Kalkofe. Die Profis kennen ihn. Scheidenherpes wegen Markus Lanz. Bei solchen Schlagzeilen kriege ich doch echt die Klötenkrätze. Wobei ja auch wilde Verschwörungstheorien und ungeschützte Faktenfickerei sowas verursachen sollen. Und so bin ich tatsächlich auf das Thema aufmerksam geworden. Ja, also ich finde es total schräg, mit so einem Thema in die Öffentlichkeit zu gehen. Ganz ehrlich, also ich würde jetzt mal, ich bin jetzt tatsächlich kein Mediziner, habe da keinen blassen Schimmer von, aber gibt es denn da überhaupt einen Zusammenhang oder ist das einfach ein Wüst, also jetzt rein medizinisch, oder ist das jetzt eher wie Kalkofe beschrieben? Also, naja, sagen wir mal so. Dass es einfach ein Fehlefanz ist? Du kannst ja durch Stress alles Mögliche auslösen, ne? Weiß ich nicht. Hat jemand von euch Herpes? Ich habe keinen, aber es kann schon sein, dass man durch Stress irgendwie irgend sowas auslöst. Das kann man ihr nicht widerlegen zumindest. Kann ja schon sein. Aber das geht doch kein Schwein was an. Ja, dir geht es, glaube ich, mehr um die Öffentlichkeit. Ne? Also, ja, mir geht es mehr um die Öffentlichkeit, weil wenn du irgend sowas hast und das durch Stress ausgelöst werden kann, um Gottes Willen, dann ist es das vielleicht passiert. Aber dann, also einmal die Öffentlichkeit und zum anderen, also männliche Brutalität. Ich weiß nicht, die Strack-Zimmermann, die hat sie wahrscheinlich ziemlich zugeschnattert und die ist bekanntlich kein Mann. Also das finde ich dann auch so ein bisschen überzogen. Also wenn man zu so einem kontroversen Thema in so eine Sendung geht, dann muss man davon ausgehen, dass da auch gestritten wird und dass man eventuell auch, gerade wenn man diese Position vertritt, die damals eine, sage ich mal, Mindermeinung war, dass da Gegenwind kommt. Sorry, das ist vielleicht auch noch ein zweiter Punkt. Also das, ja, und sich auf jeden Fall auch einen Schlüppi anziehen. Ne? Finde ich tatsächlich den Hauptpunkt. Also ich meine, wenn ich jetzt weiß, ich gehe in diese Landsendung, also die ist ja nur bekannt, war ja nicht die erste Sendung dieser Art. Und ja. Da weiß man ja, und wenn ich auch weiß, die wissen, also alle Gäste wissen ja, wer da sonst noch kommt. Und wie du sagst, also
die Frau ist ja nur offensichtlich nicht blöd als Professorin. Also ich meine, und die ist ja dann auch, ich sag mal, in der Debattenkultur groß geworden. Also auch Debatten zu führen, also verbale Debatten, kann ihr ja nicht fremd sein. Politikwissenschaftlerin also, ist sie, ja. Genau. Da, also von da, daher ist, sollte das jetzt, glaube ich, nicht sofort irgendwelche sonst was auslösen. Das ist das eine. Also nicht jetzt, ich sag mal, Stresssituationen so auslösen. Das zweite ist, wenn ich weiß, dass ich mit einer wahrscheinlich mutmaßlich eher konträren Meinung in eine Debatte reingehe, dann weiß ich natürlich, auch so ein Strack-Zimmermann, weiß man ja vorher, was die für eine Position hat. Auch eine Nathalie Amiri. Da kann mir das relativ, also gerade bei den Themen, relativ klar sein, was sie für eine Position beziehen wird, beziehungsweise wie sie argumentieren wird. Das meine ich jetzt auch völlig wertfrei, aber vielleicht ist da auch so ein bisschen, das ist ja so ein Phänomen, das wir haben. Wir fühlen uns ja auch hier so in der kleinen Runde bei einem Bier ganz gut vertraut und behütet. Ja, aber weil ich habe auch wissen, immer wir haben so Höschen an. Das ist richtig. Ich habe jetzt heute gerade nicht dran gedacht, generell habe ich aber auch. Worauf ich hinaus wollte, in so einer Landsendung bist du ja halt vor einem anderen Publikum als in so hier, wie auch immer diese ESO-Sendung hieß. Und das YouTube-Video war irgendeine Esoterik. Das war so ein Interview mit irgendeiner Frau. Und sie sagte auch, Petra Führich Talks, glaube ich. Ja, das war genau so sah es nämlich auch aus. Und sie meinte kurz einleitend, glaube ich, auch sowas im Sinne von, wir sind ja hier unter Frauen, da kann ich es Ihnen ja sagen. Ja, ich glaube, da ist einfach auch das Verständnis von Öffentlichkeit möglicherweise ein falsches. Das fand ich, wenn ich da ganz kurz. Also wenn ich ganz ehrlich, wenn wir jetzt in im Büro, sagen wir mal, in so einer Runde von 30, 40 Leuten säßen und den Podcast hören würden, da würde ich aber teilweise mich auch mal wegducken. Ja, und vielleicht ist das auch das Phänomen, dass man einfach so frei herausredet. Ja, aber da musste ich auch stocken, an der Stelle, die du gerade gesagt hast, wo sie sagen, also mir ist das jetzt auch nicht unangenehm, das zu sagen, weil hier in Anwesenheit einer Frau, sie sagt es quasi der Weltöffentlichkeit. Also das ist doch, es ist doch total schräg. Es ist total schräg. Tja. Ja. Die spannende Frage ist, was will sie damit bezwecken? Das wäre ja noch, also auch da gehe ich jetzt mal von aus, sie ist ja nochmal studierte Frau, alles fein und gut, Professorin, wirst nicht normalerweise nicht irgendwie ohne irgendwas, sondern da hast du aber was am Kasten, alles fein. Was bezweckt sie damit? Also was ist der Sinn der ganzen Veranstaltung jetzt? Sowohl da die wie Prollo es beschrieb, genauso wie Führich Trollo oder wie die da hieß. Und das ist die spannende Frage. Was erwartet sie da? Und natürlich hast du recht. Also wenn ich ein Interview mache mit Kamera und es dann quasi ins Netz stelle und dann sage, ja, wir hier unter vier Augen so quasi, kann ich es ja sagen, das ist natürlich völlig absurd. Und, das ist absurd, genau. Und das ist aber auch, das wäre eine spannende Frage, was sie damit bezwecken will. Ob sie verzweifelt Aufmerksamkeit sucht oder ob sie wirklich durchgeknallt ist, wie soll ich sagen, universitären Meriten schon abgeschworen hat, schwer zu sagen. Schwer zu sagen, ja. Können wir an der Stelle nur gute Besserung wünschen. Wie wäre es denn damit? Gute Besserung würde ich erstmal wünschen. Und ja, ich habe jetzt hier das YouTube-Video von diesem sogenannten Talk nochmal aufgerufen. Das nächste Thema, was mir vorgeschlagen wird, wir sollten uns vom pharmaabhängigen Medizinsystem verabschieden. Das ist wahrscheinlich die Reise, wohin es geht. Oh. Ich möchte das, ich lese es nur vor, ja. Kann man ja machen. Das ist halt ein anderes Publikum, würde ich mal sagen, als bei Lanz. Definitiv. Ja, an der Stelle. Fremdlich. Ui. Hättet ihr es nicht erwartet, ne? Wir haben erst drei Artikel besprochen eigentlich. Dafür haben wir schon 10 Bier getrunken. Genau. Ja, irgendwie müssen wir uns jetzt mal entscheiden. Dann nehme ich doch mal das Thema Bier nochmal auf. Ist doch eine ganz schöne Gelegenheit. Also ich habe hier noch eins mitgebracht. Das ist das Goldacher Handwerker Helles. Auch wieder ein Helles. Jetzt, man hätte es ahnen können. In dem Fall das Mechaniker. Ist auch wieder nach dem bayerischen Reinheitsgebot gebraut. Und ist eher mild in der Hopfung und ist aber auch ein helles Lager. Und wie gesagt, ich habe es selber auch noch nicht getrunken. Das heißt, für mich ist auch Premiere. Ich bin da auch ein bisschen aufgeregt, das falsche Wort. Aber es ist auch eine
kleinere Brauerei, Privatbrauerei, sogar Schnitzelbaumer GmbH in Traunstein. Schauen wir mal. Ist, ja, wie gesagt, auch ein helles. Hast du gut, sehr gut. Jetzt habe ich es wieder, jetzt hab ich's wieder auf den Tisch gestellt. Ah, Mist. Ach, dann machst du doch gleich nochmal gut abgelesen. Ja. Ja, ich bin nicht so professionell vorbereitet, dass ich jetzt noch sagen könnte, dass das an der Biegung des Flusses irgendwie an der Goldacher irgendwie am Goldacher Bach. Mit Leitungswasser gebraut. Genau. Mit Leitungswasser oder aus, was weiß ich, bayerischen Sägespänen filtriert. Ja. Also, bevor der Sommer wahrscheinlich gleich noch irgendwie. Wieso? Nee, mit deiner grandiosen Vorbereitung. Also ich fand es interessant, dass die da unter der Brücke sitzen und das bauen. Ja, nicht unter der Brücke, sondern ja, da, wo die Brücke dann gebaut wurde, ja. Wo sie war. Nee, aber ich habe ja hier angeteasert, was euch was vom Hund zu erzählen, was dann letzten Endes sich gar nicht als Hund entpuppt. Das sind zwei Geschichten, die gar nichts miteinander zu tun haben, aber irgendwie bescheuert sind. Eine so Richtung Verbraucher. Argentinien, da sind wohl Zwergpudel sehr beliebt. Und, für den Grill? Nee. Als Zwergpudel schon als Haustier. Okay. Zwergpudel. Da muss man jetzt aber aufpassen. Grill, da muss man jetzt aber aufpassen, genau. Weil es sich zugetragen hat, wie die Daily Mail UK berichtet und der Fokus davon abschreibt, dass auf einem Markt in La Salada, jeder kennt es, La Salada in Argentinien, ein Mann seinen Traumhund gekauft hat, einen Zwergpudel, wie er dachte, und bei näherem Hinschauen zu Hause feststellte, dass es ein mit Steroiden aufgedoptes Frettchen war. Ja, also geil. Ich weiß nicht, wie man das hinkriegt. Das arme Frettchen an der Stelle, ne? Wir lachen, das ist natürlich krasse Tierquälerei, aber die haben es geschafft, aus einem Frettchen mit entsprechenden Spritzen einen Pudel zu machen. Also war das so ein Welpe dann, so ein kleiner? Ja, vermutlich. Gibt es ein Bild von dem Frettchen? Nee, es gibt leider nur ein Stockfoto von einem in der Badewanne befindlichen Zwergpudel. Der sieht wirklich ganz süß aus. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie man Frettchen so aussehen lässt, wie hier so ein Ding. Aber ja, sie haben halt das Fell behandelt und so weiter und haben es schön flauschig gemacht und haben es gefärbt und was weiß ich. Und er hat auch mehrere hundert Dollar dafür bezahlt. Also es lohnte sich dann auch. Und dann schreibt hier der Fokus, und das finde ich fast ein bisschen pervers, es bleibt abzuwarten, welche Tierfälschungen in Zukunft zu sehen sind. Also was könnte man da machen? Aus einem Schwein, Elefanten oder keine Ahnung. Also wie ist das aufgefallen? Ja, der hat sich das dann zu Hause näher angeguckt. Der wollte, dass das Frettchen mal bellt. Männchen macht. Hat aber nur Frettchen gemacht. Also ich, keine Ahnung, ich habe jetzt ehrlich gesagt. Also die Kombination Daily Mail und Focus ist schon verdächtig. Ein bisschen stutzig gemacht, ja. Aber ein Lacher war es trotzdem. Das ja, das auf jeden Fall. Aber ja, mehr steht leider nicht dazu, wie es. Hier steht nur, aber das will ich mir fast ersparen, dass es irgendwelche chinesischen Verkäufer waren, die das gemacht haben, aus dem chinesischen Raum stammen. Aus dem chinesischen Raum. Whatever. So Chinesen, aber, so aus Südkorea oder was auch immer. Ja, genau, das war ein chinesischer Raum. Ja, ist auch gar nicht wichtig. Die zweite Geschichte, wo es darum geht, dass man denkt, es ist ein Hund. Da zeige ich euch jetzt mal ein Foto, aber ihr müsst mal nur auf das Foto. Es ist eigentlich ein Video, ist lustigerweise auch im Fokus, sehe ich gerade. Was ist das für ein Hund? Lassie. Collie, ne? Ja, jetzt ist gar nichts mehr, Fokus, aber ist egal. Ja, ist egal. So, Lassie sitzt da. Da sitzt Lassie. Denkt man? Nein, es ist ein Japaner, der sich für 20.000 Dollar in einen Hund verwandeln lässt. Lies. Und er hat einen YouTube-Kanal, I Want to Be an Animal. Und auf diesem YouTube-Kanal, da sieht man ihn auch so im Straßenverkehr. Das ist der Mann. Das ist immer noch Lassie, wie man denkt, aber das ist eigentlich der Japaner. Das ist ein Mensch. Der, also wollte er da auf irgendwas?
Der ist da drin. Also der hat sich, ich habe erst gedacht, auch so Steroide oder irgendwas, weil es sieht schon aus wie ein Hund, dass er sich da irgendwie hat Fell wachsen lassen oder so. Also es ist harmloser als gedacht. Der hat sich einfach nur ein sehr, sehr teures Kostüm schneidern lassen. Aber als solches, wirklich mit echtem Hundehaar und echter Hundeschnauze, also es sieht wirklich voll echt aus. Also ihr habt ja erst auch... Also was jetzt die Hörer und Hörerinnen nicht sehen können, der bewegt sich hier, ja hier, und da sieht es schon ziemlich lächerlich aus. Hier ist ja jetzt das Video, genau. Wenn er sich dann auf den Rücken legt, dann ist es irgendwie ziemlich beknackt. Ja, aber der hat irgendwie einen Knall, der Typ, hat einen YouTube-Kanal draus gemacht und möchte als Hund leben. Also Reinhard May hatte mal so, ich bin kein riesen Reinhard May-Fan, aber Reinhard May hat mal so einen sehr schönen Hundesong gemacht, wo er irgendwie sagt, im Endeffekt, er wünschte, er wäre sein Hund, ne? Der Hund, der liegt da rum den ganzen Tag, pennt und dies und kann im Garten spielen und so. Nur einmal am Tag ist er froh, dass er nicht sein Hund ist, nämlich wenn er selber den Kühlschrank aufmachen kann, um Essen rauszuholen. Ne? Das ist ja dann auch so, als Hund bist du natürlich auch so ein bisschen... Da gab es auch mal ein Lied von Bill Ramsey, glaube ich. Ja. Ich bin ein kleiner Hund und weißt du was? Ich bin gesund, weil ich seit ein paar Tagen eine feuchte Nase habe. Ja. Ich würde mal sagen... Das habe ich als Kind immer gehört. Das war eine Platte. Man merkt das auch heute noch bei dir teilweise. Das war eine Platte, das war eine Analogplatte noch bei meinen Eltern im Schrank. Hattet ihr kein Huibu oder sowas? Was nee, so irgendwie Wum und Wendelin und so ein Kram war das. Gott, Bill Ramsey. Okay. Ich glaube schon. Ich glaube, dass der das war. Ich weiß es aber gar nicht. Aber schön gesungen, sag mal. Schön ja, gesungen. Man kennt ja noch, ich wollte, ich wäre ein Huhn oder sowas, aber das kann ich ja noch als Schlager dann, wenn du willst, kannst du auch anfangen zu singen. Nee, das ist dann irgendwie der Wumm, der doch auch bei, der hat doch immer irgendwie diese irgendeine Lotterie immer angekündigt, früher im Fernsehen. Kennt ihr das nicht? Wim Wendelin. Wumm und Wendelin. Wumm und Wendelin. Ja. Ja. Ja, die waren bei, wie hieß das? ZDF. Große Preis. Der große Preis. Ja. Genau. Ja, da war das irgendwie. Ich habe euch übrigens noch hier dieses Bündnerfleisch geschickt. Also wenn wir noch das mit reinnehmen wollen. Dann ja, aber wir haben das ja schon mal in der Sendung gehabt. Wir wollen ja nichts Altes aufwärmen. Wir verlinken das. Wir packen es in die Shownotes. Ich lese den Link vor. www.youtube. Aber der will jetzt, der rennt nur, ich nochmal zu dem Artikel zurück, also der gute Mensch rennt nur im Hundekostüm, im aufwendig gestalteten Hundekostüm, kriecht er über den Boden, hat mördermäßig einen an der Klatsche und will als und kriecht Hund durch quasi, die Stadt und lässt sich... Wie ist das denn beim Essen? Futtert er denn auch Hundefutter? Ja, davon gehe ich aus. Also das ist mehr ein Video eigentlich. Man müsste sich jetzt den YouTube-Kanal von dem I want to be an animal. Du meinst, also die Frage ist doch, ob er das jetzt quasi auf YouTube auslebt oder ob das quasi sein Lebenswerk ist. Ja, also mein Eindruck war, dass es schon, also ich will ja nichts, ich liebe ja Japan, aber ich glaube, dass er tatsächlich den Knall schon hatte. Und dann den YouTube-Kanal dazu gemacht hat. Also, pass auf. Der Mensch heißt Tosco. Also ich weiß nicht, ob der Mensch oder der Hund, ob er sich als Hund so nennt oder als Mensch. Und da lässt er sich an der Leine bei YouTube rumführen, lässt sich von Passanten da irgendwie streicheln und ja, lebt einfach seinen Traum, ein Hund zu sein. Und er pennt wohl auch in diesem Kostüm. Zumindest suggeriert er das über den Kanal. Weil letzten Endes ist alles, was hier Focus Online hat, von den sozialen oder asozialen Medien genommen. Und die Headline, die mich hat da drauf springen lassen, war eben, bin ein Collie geworden. Für $20,000 Japaner Tosco hat sich in einen Hund verwandelt. Ich da bin ein Möter. Da muss ich erstmal. Ja, genau. Da muss ich oder an American Werewolf oder so Teen Wolf und so. Da habe ich gedacht so, okay, hat er sich jetzt irgendwas spritzen lassen? Geil, geil, geil. Das ist was für den Podcast. Und dann wollte ich es eigentlich gar nicht bringen, weil ich es dann doch irgendwie zu unspektakulär fand, bis die Frettchen-Story noch um die Ecke kam und so im Verbund. Hervorragend. Ich finde es ja noch eine spannende Entwicklung, wenn aus Focus mal ein seriöses Magazin würde.
Das Ganze, aber ich glaube, da müssen wir vergessen. Lang warten. Ja, ja. Ich glaube, das wurde versucht, schlimm. Aber wieder eingestellt. Ja. Ganz schlimm. Ja. Also wirklich. So, das war dein Einwurf eben mit Daily Mail und Fokus, fand ich sehr. Ja, diese gute Frau, die kam auch, habe ich jetzt auch beim Fokus gelesen. Ja, man geht schon los. Ja. Ja, das Schlimme bei Google ist ja auch, wenn du auf nur einmal so auf sowas klickst, die loggen ja sozusagen die Medien ein und die loggen die Themen ein. Und das ist ganz schwierig, finde ich, wenn du dann irgendwie einmal auf da wieder auf, raus ja, auf dieser Bubble ja, da wieder raus. Du kriegst jetzt ständig Filme mit Tieren. Ja, ich habe. Also vielleicht ist dieser Podcast auch deswegen manchmal so monothematisch tierlastig, weil halt man schon zu oft auf diese Tierartikel. Ich habe den Menschen nur unter der Theke. Ja, ich habe den lieben kleinen Menschen bei uns zu Hause, weil wir eine halbe Stunde Pause brauchten zum Kochen, habe ich den so, weiß ich nicht, so ein YouTube Deutschlands beliebteste Bahnstrecken, wo wirklich so 30 Minuten einer aus vorne aus dem Zug gefilmt hat. Und seitdem kriege ich irgendwelche Trainspotter-Geschichten und du bist jetzt in der Szene drin, ja. Ich bin jetzt drin, da komme ich nicht mehr raus. Nerd. Ist ja auch sehr interessant, ja. Also ja. Man muss sich so eine Bahnstrecke, ist auch spannender, als man denkt. Es gibt auch mehr Pufferküsse, als man glaubt. Also das ist tatsächlich Pufferküsse? Ja, was Pufferküsse, das sind ja so diese Bahn-Nerds quasi. Also, die nennen sich Pufferküsse? Ja, oder den Begriff kenne ich zumindest. Also unter dem habe ich die mal abgespeichert. Mhm. Das sind wahrscheinlich, Pufferküsse ist so die, in Anführungsstrichen, die ja, Trainspotter-Übersetzung quasi nur. Die habe ich noch nie gehört, deswegen frage ich so dumm. Ne? Ich habe die tatsächlich gelegentlich mal gesehen, so als Pendler, ja, wo dann am Kölner Hauptbahnhof ganz am Ende vom Bahnsteig steht dann einer mit, mit der Kamera. Und genau. Das gibt es relativ viel. Also ich fahre ja nur auch oft über den Kölner Hauptbahnhof und da siehst du immer wieder Leute, die dann Fotos schießen oder auch dann sich in ihren sozialen Medien oder in ihrer Community darüber ergehen, was da für großartige Fahrzeuge sind. Und das ist der 4712 und der 886-17D-4 und der fährt normal nie auf dieser Strecke. Ich finde aber trotzdem den Begriff Pufferküsser klingt mehr nach einem Selbstmörder als irgendwie nach einem Trainspotter. Ja, keine Ahnung. Na gut. Und was man alles hier so lernt in diesem Podcast. Es soll ja auch bilden, ne? Ich wollte gerade sagen. Ja. Apropos bilden, das ist jetzt ein super Stichwort, da muss ich direkt rein. Soll ich meinen Quickie bringen, weil der ist heute sehr ungewöhnlich. Ja, dann an der Zeit wird gebildet oder was? An der Zeit wäre es ja. Oder ist er eher lang für Quickie? Es ist diesmal überhaupt keine lustige Geschichte oder sowas, sondern es ist Geschichte. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes jetzt hier bilden. Da muss ich jetzt mal ausholen. Ja, genau. Nee, das ist schnell erzählt, aber ich fand einfach schon diesen Begriff so geil. Es geht nämlich hier darum, dass der österreichische Reformkaiser Josef II. 1785 in Österreich einen wiederverwendbaren Sarg eingeführt hatte. Einen wiederverwendbaren Sarg, der auch unter dem Titel Sparsarg läuft. Das finde ich so geil. Da bin ich neugierig geworden, da habe ich mal nachgeguckt. Und das funktionierte so, dass der Sarg, da kam der Leichnam rein in einem Leinensack und dann wurde der so übers Grab gestellt. Und dann hatte der Sarg ganz humorlos einfach eine Klappe, die man per Knopfdruck öffnen konnte. Dann ist der Leichnam halt ins Grab reingefallen und der Sarg konnte weiterverwendet werden. Und, also ein Sarg ohne Boden. Ja, der hat schon einen Boden, aber der klappt dann weg und der Leichnam fällt ohne den Sarg eben einfach ins Loch. So, und das war es dann und das war kostenlos. Eigentlich insofern eine gute Sache, aber das fand die Bevölkerung überhaupt nicht witzig, insbesondere in Wien. Und die haben dagegen so vehement protestiert gegen dieses gottlose Vorgehen, dass der Kaiser seine Weisung wieder nach einem halben Jahr schon zurückgenommen hat. Obwohl, wie gesagt, das hieß damals Stollgebühr, die ist entfallen, also es war halt dann eben kostenlos. Und trotzdem, der Druck war so groß, er hat das Ganze wieder zurückgenommen. Und jetzt gibt es sind irgendwie einzelne Sparsäge, haben es halt irgendwie überlebt, die Zeit, und die kann man heutzutage noch im Museum einschauen. Ja, witzig. Das wäre doch was fürs Krematorium, oder? Dass du dich, das musst du nicht überlegt. Mit Sarg einäschern lassen. Das reicht auch völlig, wenn du so pump dann da reinkommst. Ja, eigentlich ist das richtig, ne? Wenn er verbrannt wird, was soll da die Holzkiste noch mitbrennen?
Da muss ich mal an einen meiner Lieblingsfilme, den ich hier schon häufig besprochen habe, Big Lebowski. Da sind sie ja auch zu geizig, die Urne zu kaufen und gehen dann in den Supermarkt gegenüber und kaufen den ein Liter Kaffeedose, schütten den Kaffee raus und den Donny da rein, die Asche von ihm. Genau. Das Verteilen der Asche geht später dann auch ein bisschen schief. In den Bart sozusagen. Ja, das ist aber auch selten dämlich. Stellst dich irgendwie so an so eine Steilküste, kippst die Dose aus und der Wind kommt vom Meer. Das ist auch schon schön bescheuert. Ja, immer wieder gut. Das heißt, der Kaiser oder wer das da war, Josef oder wie der hieß, der ist gescheitert mit seiner Idee. Warum hat er das denn gemacht? Also wollte der das sparen oder wollte der weniger Holz irgendwie für Särge in der Erde versenken oder... Das wird hier jetzt nicht weiter ausgeführt. Weil Leute in einem Leinensack zu beerdigen, ist ja nichts Neues. Also das gab es ja schon viel und gibt es ja auch. Und nee, also das wird jetzt hier nicht in dem Artikel nicht weiter ausgeführt, wieso das so ist. Aber das ist wahrscheinlich in der Tat einfach auch eine Sache der Kosten gewesen, denke ich mal. Ne? Geld zu sparen. Also gut, ist ja... Kann dem Kaiser natürlich theoretisch egal sein, was die Leute für Geld ausgeben, aber... I don't know. Ich kann da noch mal schauen, ob ich noch mal irgendwie für die Hintergründe was finde. Aber ich weiß nicht, ob dieses Thema so vertiefend in den Geschichtsbüchern behandelt wird. Tja, ja. Das weiß ich auch nicht. Das halbe Jahr. Sehr schön. Also dann sind wir, glaube ich, durch. Du hast jetzt hier noch, also hier steht noch unglaublich viel Glas gefüllt auf dem Tisch. Das müssen wir dann beim nächsten Mal trinken. Trinken, genau. Das wird ja nicht schlecht. Ich fand übrigens von deinen spanischen Bieren das erste am besten tatsächlich. Ja, ich tatsächlich auch. Jetzt im Nachhinein betrachtet. Ich habe das auch relativ häufig, weil wir sind ja dann da runtergefahren und dann in Vigo habe ich das ja auch jeden Tag quasi 5000 davon getrunken. So, war ja günstig, ne? Hast du erzählt. Ja. Und dann habe ich aber immer so gedacht, dieses erste, was ich ganz am Anfang hatte, am ersten Tag abends geholt und dann mir eben die letzten zwei, ursprünglich waren es mal zwei Flaschen, dann musste ich leider eine noch trinken, weil es nicht in den Koffer passte, vom Munde abgespart. Das wäre das Beste, aber ich finde es im Nachhinein betrachtet, vielleicht war auch die Reihenfolge falsch. Ja, das kann nicht sein. Ich fand jetzt die beiden Hellen, ich kannte die vorher auch nicht, fand ich jetzt auch unspektakulär. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ging, aber kann man trinken, aber ist jetzt auch nichts. Also kein Macht, kein Sohn. Fand ich auch schon und auf. Und sie treiben. Also oh je, ich muss mich verabschieden. Ich krieg sonst einen Scheidenherpes. Also ich muss echt los. Ich habe mich gerade selbst eingekotet. Also nächstes Mal machen wir, glaube ich, bei dir, Prollo. Gut. Wir haben dich gar nicht angegangen. So hart war es nicht. Ja, gut. Pass auf, Jungs, macht immer die Sendung zu Ende. Ich sag schon mal Tschüss. Mach's gut. Tschö. So, jetzt können wir genau genommen ja noch ein bisschen über Ben herziehen, wenn der jetzt da quasi sich erleichtert. Aber genau genommen können wir auch Feierabend machen, oder? Genau, also bevor Feierabend wir jetzt machen. Zu viel wie noch. So hier. Diese Tagesschausprecher, ne, die dann irgendwas noch erzählen. Ja, genau. Oder wirkt die Sendung ein bisschen abführend? Das weiß ich jetzt auch nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Wir machen das jetzt wie beim Peter lustig und sagen den Leuten, also ich habe im Nachhinein, muss ich sagen, dass das ist immer so ein bisschen schwierig, wenn sich so irgendwelche Herren über Frauenthemen lustig machen. Ja, aber das kann nicht wahr sein. Deswegen hatte ich ja auch gesagt, ich stelle gar nicht in Abrede, dass sie das Problem hatte. Und das kann von mir aus auch so passieren. Die Frage ist, muss man damit an die Öffentlichkeit? Die Frage ist, muss man sich darüber beschweren, wenn man zu Markus Lanz geht, dass man dann hart angegangen wird? Ne? So, jetzt muss ich aber die Feministin in mir raushängen lassen. Ich war der Einzige, der keinen Schlüpperwitz gebracht hat. Alle drei habt ihr irgendwie einen rausgehauen. Ob es gut war oder nicht, sagt euch nein, das nicht. Nein, ich hab nur gesagt, dass ich ein Höschen anhabe. Ja, genau. Dann hast du hattest ja sowieso noch einen gut zu machen. Ach so. Von der Jugendfreien-Sendung. Ach so, ja, das stimmt. Da habe ich einmal zu viel Bumsender gesagt, glaube ich. Ne? Ups, jetzt ist es schon wieder gesagt worden. Tja. Also, ich traue mich nicht, diesen roten gleich Knopf zu drücken. Der Ben ist vom Scheißhaus gleich zurück. Lass ihn mal Schluss machen. Ja, genau. Dann machen wir jetzt vorher Schluss. Aber vielleicht können ja noch viele Hörerinnen und Hörer dann einfach, wir bündeln dann die tausende Antworten so ein bisschen und sortieren das dann zu den Themen noch Rückmeldung geben. Sehr gut. Alles klar. Okay. Besser wieder. In diesem Sinne. Schönes Wochenende. Tschö. Tschüss. Tschüss.